Frau Mene, mit Ihrem Buch Licht ohne Schatten haben Sie vor ein paar Jahren eines der sprachlich und inhaltlich meines Erachtens eindrucksvollsten Bücher zum Thema Nahtoderfahrungen verfasst. Jetzt liegt ein neues Buch von Ihnen vor, nicht minder interessant zu lesen. Der Titel ist Der große Abflug. Was hat Sie denn dazu ermutigt oder motiviert, sich wieder als Autorin zu betätigen? Ja, ich habe nie gedacht, dass ich noch ein weiteres Buch schreiben und schaffen werde und bin selbst auch überrascht, dass es jetzt sogar so dick geworden ist. Aber mich hat dieser Aspekt wirklich noch gereizt, genauer zu beschreiben, was ist es eigentlich, wenn man keine Angst hat vor dem Tod? Weil die Veränderungen, die durch eine Nahtoderfahrung das weitere Leben dann bestimmen, sind ja doch sehr, sehr, sehr stark, jedenfalls bei mir. Und die häufigste Auswirkung, was ich auch von anderen Nahtoderfahrenen eben immer wieder höre, ist, dass man die Angst vor dem Tod verliert. Und dann habe ich mich aber gefragt, ja, was bedeutet das denn eigentlich wirklich, keine Angst vor dem Tod zu haben? Und da habe ich gemerkt, dass das viele, viele Dinge beinhaltet, wo ich richtige Lust verspürt habe, die auch genauer zu beschreiben. Für Sie ist aufgrund Ihrer Erlebnisse natürlich klar, dass das Leben nach dem Tod weitergeht, allerdings in einer Form, die sehr schwer zu beschreiben ist. Und Sie plädieren in Ihrem Buch auch dafür, gar nicht erst nach Worten zu suchen, das Erleben sozusagen als verstandesmäßig unlösbar einzustufen, stehen lassen und staunend bleiben. Warum ist Ihnen dieses Konzept so wichtig? Haben Sie die Erfahrung gemacht, die unangenehme Erfahrung, dass wir zu sehr dazu neigen, alles zu schubladisieren, bestimmten Vorstellungen zuzuordnen? Ja, ich glaube, das ist der größte Fehler unseres Jahrhunderts oder unserer Zeit, dass wir zu stark immer gleich bestimmte Bewertungen vornehmen. Und die eindrücklichste Erfahrung bei meinem Nahtodeserlebnis war ja wirklich, all diesem enthoben zu sein. Und in einen Bereich einzutreten, wo Sprache, Raum und Zeit überhaupt keine Bedeutung mehr haben. Und das ist auch für mich heute immer noch so eindrücklich, dass ich erleben durfte, dass es diese Teilung in Ich und Du, die Dualität, dass sie aufgehoben war. Also wenn wir wirklich sagen, alles ist mit allem verbunden, alles ist eins, und es gibt keine Unterschiede, dann hat es doch Konsequenzen. Die einzige Unterscheidung, die ich als kleiner Mensch eben dauernd treffen muss, ist ja, dass ich die Unterschiede brauche, um mich zu orientieren. Das ist das eine. Und das andere ist, dass mein Gehirn, was ja in einen Zeitraummodus eingespannt ist, gar nicht anders denken kann als in Unterscheidungen. Und zu erleben, dass es etwas gibt, wo das keine Rolle mehr spielt, dann aber wieder in einem Körper zu leben, der mit diesem Gehirn klarkommen muss, das ist eben diese extreme Auseinandersetzung auch für mich gewesen. Wie kriege ich das hin? Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich im Sterbeprozess und dann vielleicht, wenn ich ganz gestorben bin, und für mich bedeutet ganz zu sterben eben tatsächlich die körperliche Hülle abzulegen, sprich die Materie hinter mir zu lassen, aber etwas von mir, wofür es keine Worte gibt, wird in irgendeiner Weise weiter existieren. Das habe ich eben erleben können. So, und wenn es in irgendeiner Weise weiter existiert, dann ist es eben auch müßig, es immer wieder versuchen zu wollen, in bestimmte Schubladen reinstecken zu wollen, nur um es irgendwie beschreiben zu können. Und ich bin auch der Meinung, dass wir uns damit keinen Gefallen tun. Also es gibt ja immer wieder Stress unter den Weltbildern, die einen so, die anderen so, das Christentum so, die Buddhisten so, der Hinduismus so. Also jede Religion, jedes Weltbild hat eine eigene Vorstellung. Und letztendlich streiten wir uns immer nur über die Vorstellungen. Und das ist doch grausig. Und über den Ausdruck der Vorstellungen, ja, in Sprache. Ja. Und wenn es etwas gibt, was unaussprechlich ist, dann sollte es doch auch unaussprechlich bleiben. Mit Ihrem Buch möchten Sie ja dazu beitragen, dass Menschen ihre Angst vor dem Tod verlieren. Was sind aus Ihrer Sicht die Gründe, dass diese Angst entsteht?
Also ich denke, für mich kommt die Angst zum einen daher, wenn man als Außenstehender einen Sterbeprozess begleitet oder nach einem Unfall sieht, was da von außen sichtbar zu sehen ist, dann ist es tatsächlich so, dass man zu dem Schluss kommen könnte, Sterben ist wirklich grässlich oder das Letzte. Dafür habe ich vollstes Verständnis. Jetzt habe ich aber ja die Perspektive von innen erlebt. Also mein Prozess war ja ein Sterbeprozess. Über viele, viele Monate bin ich immer weniger geworden, hatte schwere Symptome, die man natürlich damals noch nicht, man hat nicht sich getraut, vom Sterben zu sprechen, obwohl die Krankheit, die später diagnostiziert wurde, da hätte ich nicht mehr viel Zeit gehabt, wenn wir nicht Hochleistungsmedizin vom Feinsten zur Verfügung gehabt hätten oder ich an einem anderen Ort auf der Welt gelebt hätte. Ich wäre sehr schnell gestorben. Das heißt, ich durfte erleben, was in dem, der stirbt, im Inneren vorgeht. Und das ist ja tatsächlich etwas anderes. Und dafür würde ich so gerne auch die Menschen begeistern, mal die Perspektive zu wechseln. Mal aufzuhören, immer nur das, was man von außen sieht und was so schrecklich ist, zu sehen, sondern sich mal vorzustellen und einzulassen auf das, was der Mensch, der über die Schwelle geht, möglicherweise sieht. Und ich denke, er sieht viel. Mhm. Und ich denke, es ist wunderschön, was er sieht. Mhm. Nur ist es halt unbeschreiblich. Ja. Sie schreiben in Ihrem Buch an einer Stelle von der Notwendigkeit eines stimmigen Grundgefühls des Vertrauens. Was kann denn jemand, der sozusagen das Urvertrauen in das Leben, das Vertrauen, dass es eine Geborgenheit in der Schöpfung gibt, verloren hat, was kann so jemand tun, um dieses Vertrauen wieder zu gewinnen? Ich meine, das heutige materialistische Weltbild, demzufolge alles nur ein Spiel des Zufalls ist, trägt ja sehr dazu bei, dass Menschen dieses Vertrauen verlieren. Also ich denke, das Schwierigste in unserer Welt heutzutage ist, dass wir ständig und überall und immer wieder gestört werden. Also es gibt keine Momente oder zu wenig Momente der Stille und des inneren Friedens. Und so ist es auch beim Sterben. Ich finde, die Menschen werden heute beim Sterben viel zu oft gestört. Es wird nicht zugelassen, dass ein Mensch in Frieden sterben kann. Also dass man ihn einfach lässt. Wenn ich mir vorstelle, dass ein 95-Jähriger, wenn man den Notarzt ruft, damit rechnen muss, reanimiert zu werden, dann finde ich es grausig. Also das ist etwas, wo ich finde, wo wir gnadenlos übertreiben. So, wir werden gestört, wir stören uns selber und letztendlich diese Geborgenheit, nach der wir uns alle sehnen, die finden wir eigentlich nur in uns selbst. Und wir finden sie dann in uns, wenn wir zur Ruhe kommen, wenn wir still werden und, das ist jetzt eben meine persönliche Erfahrung, wenn wir das Gefühl wieder spüren, wir sind immer verbunden. Also auch hier wieder die Aufhebung der Dualität. Spiritualität, Glauben, Religiosität, wie immer wir es nennen wollen. Für mich ist es dieses Einssein, dieses Verbundensein mit dem Licht. Und das ist etwas, was in meinem Inneren passiert und stattfindet und was für mich eben eigentlich immer vorhanden ist. Ich muss nur das Gefühl dafür, also ich habe es gefunden. Es war auch ein langer Weg, aber wir müssen eigentlich oder wir sollten uns wieder aufmachen, das Gefühl für dieses innere Licht überhaupt wieder spüren zu können und zu dürfen. Und das finde ich ein wahnsinnig spannendes Thema. Und das findet ja eigentlich beim Sterben statt. Es findet auch bei der Geburt statt. Aber auch da werden die Menschen heutzutage ständig gestört. Eine Stelle in Ihrem Buch, die mich sehr berührt hat, lautet: Ich habe keine Angst, weil ich keine Vorstellung über ein Danach habe. Nur die tiefe Gewissheit, dass etwas von mir bleibt, in eine Form der Unsterblichkeit übergehen wird, die jenseits meiner Vorstellungsmöglichkeiten liegt. Daran knüpft sich für mich die Frage,
Inwiefern können denn die Vorstellungen, die wir über das Sterben und auch über das Jenseits haben, dazu beitragen, dass Angst vor dem Tod entsteht? Viele religiöse Richtungen arbeiten ja mit solchen Vorstellungen. Meinen Sie, dass Vorstellungen über das Jenseits eher eine Hürde als eine Hilfe sind? Ja, also ich würde das aus meiner heutigen Perspektive schon so sagen. Weil wenn wir Vorstellungen haben und auch ja genötigt werden, vielleicht dadurch, dass wir Mitglied einer religiösen Gemeinschaft sind, diese Vorstellung irgendwie anzunehmen oder als Grundvoraussetzung glauben zu müssen und wir das nicht hinkriegen, dann kommen wir ja in einen inneren Konflikt. Und ich habe auf meinem Weg jetzt auch viele Menschen treffen dürfen, die genau an dem Punkt komischerweise das eigentlich nicht glauben können und dass ihre Zugehörigkeit zu einer Glaubensgemeinschaft nicht dazu beiträgt, dass sie die Angst vor dem Tod verlieren. Und in meinem speziellen Fall war es ja jetzt eben so, dass ich eben durch dieses Erleben, durch die Trennung von dem Körper, durch das tiefe Erleben einer transzendenten Wirklichkeit, will ich es mal so sagen, sind eben auch alle meine Weltbilder oder alle meine Vorstellungen wirklich gestorben. Ich bin ohne wieder zurückgekehrt. Mhm. Und das war ja dann am Anfang auch das Schwierige, mich wieder zu orientieren. Und ich habe mir ja auch, wie gesagt, mit meinem Christentum so schwer getan, weil da werden ja Bilder verwendet, wo ich gedacht habe, gut, das sind Bilder, aber das wäre für mich nicht das Bild, um eine Vorstellung freizuschalten, die für mich hilfreich und nützlich ist. Und etwas nicht benennen zu müssen, hat für mich unglaublich viel Freiheit. Und diesen Impuls habe ich auch erleben dürfen, diese riesengroße Freiheit, wirklich frei zu sein von allem, was einen bindet, also an eine physische Hülle, Materie, an diesen Körper, aber auch an alle Vorstellungen. Also ich weiß gar nicht, ob man als, wenn man das nicht kennt, ob man sich überhaupt vorstellen kann, jemals ganz frei zu sein. Da braucht man schon vielleicht viel Fantasie, aber es gibt ja verschiedene Meditationsrichtungen, die zumindest das auch üben, dass man eben an diesen Punkt kommt, wo man gar nicht mehr denkt und gar nicht mehr empfindet, sondern einfach nur das nackte Sein spürt. Mhm. Das ist ein schwerer Übungsweg. Mhm. Aber ich stelle mir eben vor, dass der Mensch, wenn er dann gestorben ist, in diesen Zustand kommt. Und ich finde es so wunderschön und so, ja, wie soll ich es sagen, faszinierend, dass ich mich schier freue, wenn ich dann irgendwann ganz sterbe, dass ich wieder an diesen Punkt in meinem Leben gelange, wo ich meine, ganz frei zu sein, mhm, und ganz in diesem Licht zu sein. Also eine bessere Vorstellung. Ich habe sie alle rauf und runter durchfühlt, nicht nur durchdacht, gibt es für mich nicht. Mhm. Es kann natürlich sein, dass ich auch falsch liege. Ich weiß es ja nicht, was dann tatsächlich passiert. Aber wenn ich mit dieser Vorstellung und mit diesem Gefühl, es ist ein Gefühl, nicht eine Vorstellung, bis zu meinem Sterben ein gutes Leben führe, dann ist es doch eigentlich super. Was will ich denn mehr? Also ohne Angst zu sein, selbst wenn es an der Schwelle dann noch anders sein sollte, dann werde ich auch das mit Sicherheit irgendwie hinkriegen. Ein Abschnitt Ihres Buches trägt den Titel »Der Religion entwachsen«. Ich habe allerdings, wenn ich das lese, eher den Eindruck, dass Sie nicht der Religion an sich sich entwachsen fühlen, sondern eher bestimmten konfessionellen Vorstellungen, Dogmen, während die natürliche Religiosität, wenn man so bezeichnen will, sich vertieft hat, sehe ich das richtig? Ja, also ich habe ja da auch die Auseinandersetzung mit dem Theologen Schwer. Wir hatten ja diesen E-Mail-Verkehr hin und her geführt zu diesem Thema und er hat mir ja dann geschrieben, und das habe ich ja auch in meinem Buch mit abgedruckt, dass er mich eigentlich für sehr religiös hält, weil eben das Religiöse der Aspekt der Rückbindung an etwas ist, was einen selbst übersteigt. Und so gesehen bin ich mit Sicherheit tief religiös und ich
finde es eigentlich auch schade, dass ich meiner Religion entwachsen bin, weil ich es eigentlich schön finde, in einer Religion verwurzelt zu sein. Und ich muss auch sagen, ich kämpfe auch ein bisschen darum. Ich möchte ja nicht religionslos leben, aber ich möchte nicht mehr bestimmte Grundfesten für mich akzeptieren müssen, nur um zu einer Religion dazuzugehören. Also da klemmt es für mich einfach noch. Trotzdem bin ich meinem Christentum auch irgendwo verbunden, weil ich glaube, man kann einfach auch seiner Prägung oder seinen Wurzeln nicht gänzlich Ade sagen. Also die Menschen, die sich zu einer anderen Religion bekehren oder bekennen oder womöglich dann Atheisten werden, tun das vielleicht aus dem Grund, dass die andere Religion vielleicht bessere Bilder hat oder bessere Rituale anbietet, die sich stimmiger anfühlen. Mhm. Und ich bedauere es sehr, dass unser Christentum so verknöchert und so vertrocknet ist und so verkopft ist, und sich so wenig darum bemüht, im 21. Jahrhundert wirklich nach dem tieferen Sinn zu fragen. Ich kann es nicht verstehen, dass die Kirchen immer leerer werden und die Kirchenobersten einfach zuschauen und sich nicht fragen, womit hat das zu tun. Das ist für mich, das tut mir weh. Sie widmen sich in Ihrem Buch Der große Abflug auch der Begleitung am Sterbebett, einem Thema, also das ja für jeden von uns wichtig ist. Was ist aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Innenperspektive, was beim Sterben geschieht, wichtig, wenn man einen Menschen am Sterbebett begleitet? Stichwort Versöhnung um jeden Preis. Ja, die Versöhnung um jeden Preis. Ich schreibe ja in meinem Buch auch, dass ich der Meinung bin, dass jeder gut sterben kann, also auch alleine, möglicherweise sogar vielleicht besser. Also wir kennen ja auch diese Geschichten, wo die Menschen ausgerechnet dann sterben, wenn sich der Angehörige den Kaffee holt oder zur Toilette geht. Darüber sollte man tatsächlich nochmal nachdenken. Und ich persönlich für mein eigenes Sterben wünsche mir ja eben auch, dass die Leute nicht so viel von ihrem eigenen bei mir dann abladen. Also ich wünsche mir, und dazu gehört eben das Differenzieren und das Reflektieren, dass die Menschen, die bei einem Sterbenden sitzen, wirklich versuchen, ihre eigene Geschichte, ihre eigene Befindlichkeit ein wenig von dem Bett fernzuhalten und wirklich nur zu schauen, was braucht jetzt der da liegt und der geht. Und vielleicht sich vorzustellen, dass der gar nicht so furchtbar leidet, auch wenn es für mich von außen so aussieht, sondern vielleicht ist es für ihn möglicherweise gar nicht so schlimm, wie ich es spüre. Das würde ich mir wünschen. Ich würde mir sehr viel Stille für die Sterbenden wünschen, also auch in den Kliniken. Und diese Sache mit der Versöhnung, wenn es zu einer Versöhnung kommt, dann ist es natürlich immer toll. Aber es muss nicht geschehen. Ich bin mir ganz, ganz sicher, jeder kann auch ohne Versöhnung gut sterben, weil meine Idee oder meine Erfahrung eben die ist, dass im Sterbeprozess möglicherweise so ein Lebensfilm sich von der feinsten Sorte abspult und da ist die Versöhnung ja inklusive. Und so versöhnt über die Schwelle zu gehen, das stelle ich mir einfach als das höchste Glück vor und das ist auch meine große Freude, mit der ich hoffentlich noch ein paar gesunde Jahre entgegenleben werde. Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön. Danke.